Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Ich bin über ein Buch gestolpert, wo zwei Autoren geschrieben haben. Der eine davon, der hat ein bisschen so vor 10, 15 Jahren mein Leben ein bisschen geprägt. Also Sie kennen ihn bestimmt, Jan van Helsing, alias Jan Holley. Und auch sein Vater, berühmte Autoren. Und der Jan van Helsing hat da zusammen mit Vera Wagner ein Buch geschrieben mit dem Titel »Wenn das die Patienten wüssten«. Und hier drin sind ganz, ganz wichtige und interessante Ansätze drin, die mich sehr begeistert haben. Aber ein Thema, das ist für uns alle auch nicht ganz neu gewesen. Sie haben hier eine Tesla-Technologie drin erwähnt, wo ich einfach dachte, über diese Erfahrungsberichte möchte ich gerne mit der Autorin nochmals sprechen. Ich habe sie angeschrieben, sie ist gekommen, die Vera Wagner ist heute da und sie bringt gleichzeitig noch eine Heilpraktikerin mit, nämlich die Anne Ludwig, die ebenfalls ganz bedeutsame Erfahrungen hat im Zusammenhang mit einer Tesla-Technologie. Und auf diese Reise nehmen wir sie sofort mit. Bleiben Sie dran. So, und jetzt sind wir wieder da und jetzt darf ich Ihnen auch die Gäste zeigen. Vera Wagner, herzlich willkommen und Gratulation zum Buch. Wie viele Bücher hast du schon geschrieben? Oh, ich muss jetzt rechnen, 6 insgesamt. 6 Bücher? Ja, also ja. Gratulation, ja. Super. Auch zusammen mit Jan van Helsing, das ist doch eine große Ehre, oder? Zusammen, das war sehr schön, ja. Super, das war eine wunderbare Erfahrung. Danke erst nochmal für die Einladung. Ja, gerne, gerne. Und die Heilpraktikerin Anne Ludwig, ganz herzlich willkommen. Freut mich sehr, dass du da bist. Vielen Dank auch für die Einladung. Sehr gerne, sehr gerne. Ja, also ich möchte gerne mit dir anfangen, Vera. Dieses Kapitel, dass du eine Tesla-Technologie hier drin erwähnt hast und auch ausführlich beschrieben hast, und ich möchte einfach mal wissen, wie bist du auf das gekommen, das Thema? Wieso war das das wert, hier ein Kapitel einzunehmen? Ja, erzähl ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ja, mache ich. Ich plaudere. Gern. Also ich war ja unterwegs mit meinen Zahnstörfeldern. Das haben wir ja schon in einer anderen Sendung ein bisschen angesprochen. Und war auf der Suche nach einer Lösung. Mhm. Und dann war auf der Online-Plattform von Jan van Helsing, die Unbestechlichen, die du ja sicher auch kennst. Ja, ja, ne? Ja, das Buch. Da hat der Arthur Trenkle, der ein wunderbarer Tüftler und Autor ist, der hat dann darüber geschrieben, über diesen Zelltuner. Mhm. Und hat alles Mögliche geschildert, was man damit machen kann. Das hat mich sehr fasziniert, weil klar, dass Hochfrequenz funktioniert, ist nachvollziehbar. Und er hat da auch beschrieben, Erfahrungen in der Zahnmedizin, also auch bei solchen Störfeldgeschichten. Dann habe ich ihn angerufen, habe gesagt, habe ich da eine Chance? Und er sagte, man kann nie 100% versprechen, aber man könnte es probieren. Und das habe ich dann gesagt, das versuche ich tatsächlich und habe mir dann das bestellt. Und muss jetzt sagen, das hat nicht geklappt. Ich denke mal einfach, weil die Baustelle viel zu groß war. Mhm. Das liegt nicht an dem Zelltuner, sondern da war wirklich so viel los, das hat nicht geklappt. Aber ich habe viele, viele andere Erfahrungen gemacht, die wirklich großartig waren. Also Beispiel bei mir, ich habe eine Narbe, die auch ein Störfeld ist einfach. Ja, das ist nicht so perfekt gelaufen bei der OP oder was auch immer. Und wir wissen ja, Narbenbehandlung ist damit sehr gut möglich. Und dann habe ich, durch meine Recherchen bin ich auch über DMSO gestolpert, diesen Naturstoff, der schmerzlindernd, krampflösend ist. Und habe dann experimentiert, DMSO aufgetragen und den Zelltuner drauf. Mega. Eine wunderbare Durchblutung, eine Entspannung. Also es war wirklich großartig. Ja. Und da habe ich gedacht, so, das ist ja schon mal ein schöner Erfolg. Dann, wie das immer so ist, wenn man in einem Energiefeld ist und hat gerade etwas, mit dem man auch so jetzt mal ausprobieren will, ist etwas passiert. Ein guter Bekannter, der Jonathan, hatte eine schwere Brandverletzung. Der hat sich circa 1 Liter kochendes Wasser über seine Hand gekippt. Und das Ergebnis sehen wir hier auf dem Bild. Schauen wir uns schnell an. Also im Moment, ja, also ist das eine Brandblase? Ja. Ach, jetzt verstehe ich das. Die linke Hand, der Handrücken. Ich dachte, das ist irgendwie ein Handschuh. Ah, nein. Ach, scheiße, wirklich? Ja, ja, das war richtig heftig. Und hier auch so diese Handinnenfläche, das habe ich jetzt nicht extra aufgenommen, war auch noch eine Blase. Also es war heftig. Aha. Und gut, man macht im ärztlichen Bereitschaftsdienst so Erfahrungen, die machen einen Verband und sagen, lassen Sie mal 3 Tage drauf. Davon, er hat mich dann halt gefragt, ich heiße ja im Bekanntenkreis inzwischen Dr. Wagner, weil ich halt mich mit diesen Themen auch immer befasse. Ja. Was würdest du denn machen? Okay, und dann kam er. Ich habe gesagt, erstmal möchte ich den Verband wieder öffnen. Und dann habe ich erstmal so eine Mischung echt intuitiv kreiert, aber mit meinem Wissen natürlich. Also Pierre Gattefossé, der Begründer der neuen Aromatherapie, hat ja in seinem Labor auch eine Explosion erlebt und hat schwere Verbrennungen gehabt und hat reines ätherisches Lavendelöl auf die Wunden aufgetragen. Und die sind ratzefatze geheilt. Das hatte ich noch im Kopf von meinem Weihrauchbuch. Okay, dann habe ich also das gemischt mit DMSO und mit Aloe Vera.
und habe das aufgetragen. Aber bevor ich das gemacht habe, haben wir die Wunde sozusagen mal ein bisschen trocknen lassen und haben diese beiden Brandblasen vorsichtig. Ich habe den Arthur angerufen und habe gesagt, wie lange würdest du es bei so einer heftigen Verletzung machen? Ja, erst mal so 1-2 Minuten, nicht zu viel. Und einfach befeldet. Oben, unten, dann diese Mischung aufgetragen, wieder einen sterilen Verband drüber und dieses Programm täglich. Machen wir weiter. Gut, schauen wir das nächste an. Also man sieht schon hier jetzt diese Brandblase, ne? Da läuft schon das Wasser raus. Hier sieht man ja auch den Stab. Ne? Mhm. Eins weiter? Ja. Da sieht man einfach mal so die Entwicklung. Hier sieht man noch, ne? Jetzt ist das Wasser schon ganz traurig, sieht aber immer noch ein bisschen böse aus. Ja. Mhm. Und hier auch nochmal so Zustand. Die Blase ist noch da, aber nicht mehr groß. Ja, aber es wurde dann immer weniger. Ne? Und jetzt sieht man die Handinnenfläche, wo ja auch eine Riesenblase war. Heute sieht man gar nichts mehr. Das war dann so nach einem Monat. Und dann sieht man oben, ich musste das natürlich dokumentieren. Mhm. Ja, genau, bis dahin. Also der Jonathan ist dann nach 4 Tagen trotzdem sicherheitshalber mal zum Dermatologen gegangen, weil, ja. Und er sagt, es ist eine hochgradige Verbrennung, 2B. Wir haben dann nicht erklärt oder eher, was er da gemacht hat. Ich glaube, ist schwierig. Die sind ja auch so in Abläufen dann drin. Aber es hat super funktioniert, auch mit den Befällen halt. Ne? Da möchte ich aber auch gleich dich fragen, liebe Anne, als Medizinerin, ist das schon beeindruckend, oder? Das ist sehr beeindruckend, ja. Und das spricht ja einfach für den Zelltuner, ja. Das ist ja ganz verrückt. Ja, das ist wirklich so, sehr beeindruckend. Habe ich noch nie gesehen. Ja. Das war das, also klar, es war ein kleines Risiko, dass man einging, aber ich habe mich beim Arthur auch wirklich rückversichert. Mhm. Und er sagte, doch, das kann man schon machen, nicht zu lang. Mhm. Aber das geht. Und man merkt halt, da kommt wieder irgendwie Durchblutung in dieses, ja, das ist ja Gewebe, das dann auch tot ist und traumatisiert ist. Und da sind wir vielleicht bei dem nächsten Beispiel, habe ich jetzt nur ein Bild mitgebracht. Weil das ist auch noch, das ist die 150 Megahertz-Frequenz. Da hat der Dieter Breuers ganz, ganz viel wissenschaftliche Dokumentationen schon gemacht, dass die eben auch eine Wirkung hat, zusammen mit der Tesla-Technologie. Also ich meine, ich kann nicht alles erklären, aber manchmal muss man einfach sagen, wer heilt, hat einfach mal recht, oder? So ist es, ja. Aber du hast ja eigentlich angefangen wegen den Zähnen und da höre ich immer unfassbar viele Erfolgsberichte über die Anwendung mit dieser Tesla-Technologie. Mhm. Was ich aber dich fragen möchte, ist, im Bereich Zähne, Rantes, meinst du, dass das Befelden von solchen Störfeldern mit Rantes mit der Tesla-Technologie zumindest das weitere Broten gestoppt werden kann? Hast du da schon was gehört, oder? Also gehört habe ich, aber ich habe keine Erfahrung mit Tesla-Energie. Mhm. Ich arbeite ja mit dem Global Diagnostics und das ist ein Frequenzgerät, ein Diagnose- und Therapiegerät. Und aber das, was ich über Tesla-Energien weiß, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das gut funktioniert. Also ich finde halt einfach die Alternative ziemlich doof. Ja. Das alles operieren und rauskratzen und, was sich da alles bildet. Ja. Und da hoffe ich ja immer noch, dass es eine Möglichkeit gibt. Und ich höre von Leuten, die sagen, es wird besser. Mhm. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein ganzes nekratisiertes Zeug da, wo da drin hängt, wirklich sich auflösen könnte. Mhm. Also aber dazu kann ich vielleicht auch noch was sagen. Ja. Ich habe durchaus eine Linderung verspürt. Ich habe das wirklich lange Zeit täglich gemacht. Am Anfang hatte ich auch die klassische Erstverschlimmerung. Mhm. Aber richtig vom Feinsten, ja. Mhm. Also plötzlich noch mal mehr Schmerzen. Also da ist etwas passiert. Nur ich denke mal, bei mir war halt so viel los dann noch mit den ganzen Metallen, dass das einfach too much war, ja. Mhm. Und dann habe ich halt gemerkt, in der Endphase des Buchschreibens, ist das Manuskript dann mal irgendwie abgeschmiert. Es passieren ja manchmal so seltsame Dinge. Und das war natürlich erstmal Stress. Es ist ja alles wieder da gewesen. Da habe ich gemerkt, oh, jetzt zieht irgendwie so ein Schmerz durch den Kiefer. Also es ist irgendwie noch nicht so ganz. Und dann habe ich gemerkt, es hat nicht gereicht. Es hat sehr wohl eine Wirkung gehabt. Das muss ich schon sagen. Aber es hat nicht ausgereicht bei dieser Großbaustelle. Mhm. Muss man jetzt vielleicht einfach einschränkend sagen, ne? Ja, aber ich kenne zum Beispiel jetzt auch einen Zahnarzt bei Pforzheim, eine Zahnarztpraxis. Die arbeiten damit und sind völlig begeistert. Die haben also ein Gerät in der Praxis. Die arbeiten übrigens auch mit Ozon, jetzt nicht bei diesen großen Sachen, aber eben bei anderen Geschichten. Und die haben sich noch eins extra gekauft, um es Patienten mit nach Hause geben zu können, leihweise. Ja, die Schmerzen sind halt einfach sofort weg. Das ist wirklich toll. Ja. Das ist das Coole. Ja, ja. Du hast noch mehr Beispiele. Ich habe noch ein zweites Beispiel. So, das ist der Justus oder die Hand vom Justus, müsste man sagen. Und hier sieht man ja also schon, also hier fehlen ja die Fingerbeeren. Die Finger.
Ja, das geht bis hier, hier geht es bis hier und da ist gar nicht mehr viel. Und hier ist ja wie so ein Kratereinschlag. Also, ja. Was war das? Sehr heftig. Justus ist Chemiker und hat sich in die Pyrotechnik gewagt und hatte eine schwere Verpuffung. Also allein das, was da passiert ist, hat natürlich bei ihm auch ein Trauma ausgelöst. Das erzähle ich aus einem guten Grund, weil wir dann verstehen werden, was er jetzt für ein Krankheitsbild hat. Das ist passiert im Jahr 2008, als die Sauerlandbande aktiv war. Also er war ja erstmal ein Notfall, hat 2 Liter Blut verloren und ich weiß nicht, was alles. Und dann war natürlich auch dieses Thema noch, ob er da irgendwie dazugehört. Also das war Stress pur. Ja, also eine schwere Verletzung, mit der er in die Unfallklinik kommt, stundenlang operiert wird, Finger ab und so weiter. Und dann noch das BKA, das Bundeskriminalamt in der Wohnung. Also da war richtig was geboten, für ihn natürlich auch stresstechnisch. Und dann war er 6 Wochen in der Klinik, also es wurde Haut transplantiert etc. Und nach der 5. OP ist dann etwas passiert. Die Hand schwoll an. Es war also wie so ein Ballon irgendwie. Es tat total weh plötzlich. Also eine Entwicklung, keiner konnte sie, komischerweise war die Handchirurgie, einordnen. Und dann hat man gesagt, Verdacht auf Karpaltunnelsyndrom. Seine Partnerin hat parallel recherchiert, weil sie irgendwie dachte, das kann nicht unbedingt stimmen. Und hat bei einer Schweizer Heilpraktikerin, die sie kannte, mit der hat sie telefoniert, sagt sie, das ist ein Morbus Sudeck. Benannt nach diesem Arzt, der im Krieg, ja, also vor vielen, vielen Jahren bei Soldaten, bei Schussverletzungen, genau dieses Phänomen beobachtet hat. Und danach ist es benannt. Das haben die nicht erkannt, in der Handchirurgie wohlgemerkt. Und diese Partnerin hat dann in der Klinik angerufen, das war wirklich so kurz vor knapp, und hat gesagt, das scheint wohl ein Morbus Sudeck zu sein, bitte nicht operieren, da war er schon im OP-Saal. Also es ist eine dramatische Geschichte. Dann haben die in einen existierenden Morbus Sudeck reingeschnitten. Und das ist fatal, weil die Nerven laufen amok. Die Faszien verhärten sich dann danach und er hat jetzt quasi eine Hand. Er sagt immer, sie fühlt sich an wie Beton, wie eingeklemmt in eine Schraubzwinge. Es wurden dann viele Therapien auch versucht, also praktisch auch alternative Sachen und dann diese Sympathikusblockade. Also da sieht man dann echt aus wie Quasimodo. Ja, also man wird praktisch auf der Seite, wo die Hand ist, wird hier eine Anästhesie gesetzt, dann fällt die Seite halt mal so runter, das Gesicht auch, finde ich, ist schon wieder ein Schock, ehrlich gesagt. Ne? Und man versucht praktisch das System mal zu unterbrechen, diesen Schmerzkreislauf. Das ist ja vom Gedanken her erstmal gut. Aber ich habe neulich gelesen, weil ich mich dann nochmal mit dieser Geschichte befasst habe, dass man inzwischen erkannt hat, dass es wirklich nicht funktioniert. Dann wurde mit Akupunktur versucht, mit Neuraltherapie, alles nichts. Und der lebt da jetzt damit, wir kennen uns halt. Und ich war ja so in meiner Experimentierphase, dann habe ich gesagt, Justus, willst du nicht mal vorbeikommen? Ich habe hier so ein Gerät. Ah ja, und dann kam er und, also die Hand ist übrigens auch immer eiskalt. Also sie ist einfach nicht durchblutet. Dann kam er und dann habe ich gedacht, okay, DMSO, Durchblutung, habe das aufgetragen und dann ihm den Zelltuner, den Stab in die Hand gelegt, eine halbe Stunde. Nach dem ersten Mal sagte er, ich merke nichts. Sag ich, okay, ist ja auch ein bisschen heftig bei dir. Und dann kam er noch 2 Tagen nochmal, dasselbe Programm, sagt er, oh, es kribbelt so ein bisschen. Sag ich, siehste, passiert doch was. Dann kam er nochmal und dann sagt er nach der 3. Behandlung, eine halbe Stunde, dasselbe Programm, es ist, als läge die Hand in einem warmen Wasserbad. Also ich fand das schön, ne? Genial. Ja, es ist wirklich ganz viel passiert. Er ist leider nicht dran geblieben. Aber für mich war es ja die Bestätigung nochmal, dass die Hochfrequenz eine wunderbare Therapiemethode ist. Und Anne hat dazu nämlich auch was zu erzählen, weil du hast ja auch mit einem Patienten oder einer Patientin ja, deine Erfahrung gemacht. Ne? Ja. Ja, das ist jetzt schon einige Jahre her. Da hatte ich auch eine Patientin mit Morbus Sudeck und sie aber im Fußgelenk. Und da stand eben die Entscheidung an, die Sehnen zu durchtrennen und den Fuß einzusteifen sozusagen. Und dann kam sie ziemlich verzweifelt und ich konnte das mit meinem Mito behandeln. Das ist auch aus der Vitalfeldtechnologie, 1 Hertz bis 120 Gigahertz Bandbreite. Und ja, wir haben es hinbekommen. Es ist unfassbar für sie gewesen. Sie läuft also heute noch ohne Probleme und war jetzt kürzlich wieder in meiner Praxis mit einem komplett anderen Problem. Ich sagte, ihr Sudeck, völlig in Ordnung, habe ich schon lange vergessen. Ja. Sowieso so ein Phänomen, ja, dieses Sudeck. Ja, ja, ja.
Unglaublich. Mhm. Ich glaube, ich habe noch mehr Bilder gesehen vorher. Ja, ich wollte noch einen Satz dazu sagen. Mhm. Also was ich halt so unglaublich oder schade finde, also er lebt ja jetzt seit 14 Jahren damit, 2-5% aller Fuß- oder Handverletzten erleiden einen Morbus Sulek. Und das verstehe ich halt bis heute nicht, dass in einer wirklich hochwertigen, also die haben tolle Operationen sonst gemacht, keine Frage, die haben da viel gerettet. Ja, das sind Künstler. Das sind Künstler, die basteln richtig gut. Also ich will die jetzt auch nicht verunglimpfen, aber das haben sie nicht erkannt, obwohl das doch immer wieder aufzutauchen scheint. Mhm. Also das ist halt auch sowas, ne? Also ich kenne nur eine Behandlungsmöglichkeit, damit im Spiegel, oder? Wo man versucht, das Hirn noch neu ja, zu programmieren. Okay. Oder mit in Sand fassen. Ja. Ja, solche Dinge, um da die Hemisphären wieder irgendwie zu verknüpfen. Ja, dass sie oben eine andere Schaltung, genau. dass dieses Organ, das haben nicht die an der Klinik auch gemacht, genau. Okay, und das hat nicht funktioniert. Ja. Ah. Die müssen das stricken. Stricken verknüpft ja auch die Hirnhälften. Ja. Entschuldigung. Und hat man das schon mal versucht? Nein. Nein. Okay. Stricken gegen Morbus Sulek ist auch nicht schlecht. Ne? Ja, jetzt wollte ich noch so was ganz Angenehmes eigentlich, weil das ist ja schon eine heftige Geschichte. Wenn wir weitergehen, sehen wir meinen Kater Frieda. Und das ist ein Heilkater. Also ich vermute mal, dass er in einer früheren Inkarnation wirklich ein energetischer Heiler war. Und da wir ja zu Hause auch so unterwegs sind, wir machen Meditationen, mein Partner macht auch energetische Behandlungen, ich mache natürlich Yoga. Und immer wenn sowas passiert, ist er da. Und wenn ich jetzt mal sage, ich habe Bauchschmerzen, dann legt er sich genau dahin und brummelt und schnurrt. Und was ja erstaunlich ist, normalerweise ist er ein Strahlensucher. Genau. Ja, aber irgendwie... Ah, Störfeldsucher, ah, ja, Bauchweh. Ja, dann ist doch dein Störfeld, ne? Aber ich dachte immer, ein Hund gibt Energie ab am Herrchen und geht sich dann wieder erholen auf einer Quelle, wo es energiereich ist. Mhm. Und die Katze ist ein Vampir und holt eigentlich immer Energien. Und muss sich irgendwann auf eine Störquelle wieder aufladen. Das ist die Theorie. Ich erlebe die Praxis völlig anders. Weil sie zu viel Energie hat, die Katze, muss sie auf ein Störfeld sie wieder abziehen. Ah ja, dann kommt die Katze aufs Störfeld, auf den Bauch. Und hat ihr zu viel an Energie, kann sie so wieder abgeben. Wahrscheinlich. Ja. Ich weiß es dann nicht. Dann ist die Logik wieder. Es tut jedenfalls unglaublich gut. Aber der kriegt dann auch so einen verklärten Blick. Der ist dann wie in Trance. Ja, und jetzt habe ich ja dann diesen Zelltuner gehabt und habe dann oft auf der Couch gelegen und habe damit gearbeitet. Und es ist ein Freigänger, das muss man dazu sagen. Jedes Mal. Der lief vielleicht 2 Minuten, war Frieda da. Und hat sich dann zusätzlich da auf mich drauf platziert und hat sozusagen meinen Heilprozess, so habe ich es empfunden, unterstützt. Er hat es geliebt. Und dann habe ich irgendwann gedacht, so, jetzt halte ich ihm das mal über den Kopf. Ja? Und der so, nochmal nächstes Bild vielleicht gucken. Also, der hat es genossen. Ja, also der fand es so schön und der hat sich dann auch richtig entspannt und hat geschnurrt. Und was wir auch erlebt haben, wenn Bekannte kamen und haben mal das Gerät ausprobiert, dann ist er da auch hinmarschiert. Also ich höre das oft auch von Tierärzten. Ja. Und die sagen auch immer wieder, man kann wirklich das Placebo irgendwo ausschließen, weil das Tier das nimmt, ist dankbar. Und das geht, wenn es nicht mehr nötig ist, oder? Genau. Ja. Und was natürlich auch noch eine wunderbare Sache ist mit dem Zelltuner, natürlich das Wasserbefällen. Ja, ich meine, das hat der Arthur Tränkle natürlich schon erzählt, aber ich möchte es auch nochmal erwähnen. Das ist einfach großartig. Ja? Man merkt ja einen Unterschied einfach. Ne? Das kann man ja ganz schlicht machen mit diesem Teil. Hexagonale Struktur, genau, Elektronenüberschüsse. Ganz ich trinke das Wasser. Und Wasser, ein flüssiger Kristall, ne? Und der zellgängig ist und so weiter. Auch das ist ja ein großes Thema. Bei der Heilung. Ne? Ich wundere mich immer noch, dass solche Tesla-Technologien nach wie vor keine Medizinzulassung haben und einfach wirklich irgendwie ein Schattendasein tristen und die große Masse keine Chance hat, hier einfach mal Erfahrungen sammeln zu dürfen. Mhm. Der Donald Trump hat mal was gesagt in den letzten Amtstagen, dass er schaut, dass ganz viel Tesla-Technologie jetzt noch auf den Markt kommt, freigegeben wird und da bin ich mal gespannt, ob da wirklich mal irgendwas wirklich kommen wird. Mhm. Aber es ist ja auch so, auch Nikola Tesla hat ja eigentlich im Grunde ein Schicksal gehabt. Ne? Er hat so wunderbare Dinge entwickelt und erfunden, aber irgendwie ist er hat auch nie diesen richtigen Durchbruch gehabt. Ne? Es ist so, sein Leben war unheimlich schwer. Und so hat dieses Schicksal haben ja viele begnadete Erfinder geteilt. Mhm. Ja, ich habe ja auch einige in meinem Buch, also die Sachen einfach entdeckt haben oder erfunden haben und damit den Durchbruch nicht geschafft haben, weil sie auch blockiert wurden. Und das ist für mich auch so eine Geschichte einfach. Also
ja, ein dunkles Kapitel in der Medizingeschichte für mich, ne, dass da immer wieder Blockaden waren, die man nicht durchbrechen kann. Also ich hatte kürzlich eben ein Interview mit Dieter Bröers gemacht. Ja. Und da sind wir also auch irgendwo emotional auch fast die Tränen gekommen, wie es mit ihm zu und her gegangen ist. Vor 40 Jahren war er ja in der Forschung tätig, hat diese 150 Megahertz-Frequenz gefunden und hat zusammen mit 12 Professoren an 4 Universitäten haben sie daran geforscht, wieso es das ist. Und die Ergebnisse waren unfassbar. Sie haben 2 schulmedizinische Studien finanziert im Bereich Rheumatologie. Und die Ergebnisse waren einfach nur total verblüffend. Mhm. Und dann von einem Tag auf den anderen hieß es, nada, fertig, aus. So läuft das. Ja. Ja. Und das fand ich einfach nur schade, weil wir hätten heute 40 Jahre weiter sein können in der Forschung, in der Entwicklung. Und warum auch immer das plötzlich erledigt ist, ist einfach nur traurig. Ich glaube, wir wissen viel mehr. Wir wären heute schon viel weiter, wenn wir alles ein bisschen genauer anschauen würden. Auf der anderen Seite muss die Regierung oder Behörden auch wieder ein bisschen schützend die Hand über uns legen. Natürlich. Denn es wird vielleicht sicher auch zu viel gemacht und zu viel Schindluder getrieben. Von dem her ist es immer schwierig. He? Ja, aber das sind schöne Geschichten und ich danke dir ganz herzlich dafür. Arbeitest du in der Praxis jetzt? Ja, ich bin in der Vollzeitpraxis. Und auch mit dem Zelltuner oder einfach mit einer ähnlichen Technologie? Den Zelltuner habe ich noch nicht. Da bin ich immer am Liebäugeln, den noch hinzuzunehmen. Man kann nicht alles haben in einer Praxis. Ja, genau. Aber ich habe ja hoffentlich noch ein paar Jahre und das steht noch auf meiner Wunschliste. Genau. Und wie hast du es heute in der täglichen Gebrauch? Nach wie vor Wasserbefeldung, Entspannung. Ja, also nach wie vor. Ganz wichtig. Und ich arbeite schon auch jetzt nach der chirurgischen Zahnsanierung, ja, arbeite ich auch mit der Hochfrequenz. Also jetzt ist ja hier mal ein bisschen gesäubert quasi. Es ist noch nicht alles aus dem Körper, aber ich merke dann auch, dass da wieder mehr Leben reinkommt. Also ich befelde dann von außen und gebe auch mal so ein bisschen innen rein. Mhm. Ja, ist ja geschützt. Und wie gesagt, also man merkt da schon, dass da auch nochmal Prozesse in Gang kommen. Mhm. Und Durchblutung, also das ist ja natürlich auch immer hier ein Bereich, der durch die ganzen Vorgeschichten einfach auch nicht gut durchblutet ist. Und da merke ich dann, dass da einfach was passiert, da kommt wieder Leben rein. Ne? Ja. Das ist ja jetzt nur ein Punkt von vielen Themen, die ihr da in eurem Buch abgehandelt habt. Aber vielleicht kannst du noch ein bisschen aus dem Nähkästchen schnell plaudern. Was kann der Zuschauer erwarten im Bereich ergänzender Medizin und Sichtweisen, die ihr ja hier zusammengetragen habt? Was steht hier also alles drin? Also wie gesagt, wir haben ja abgehandelt Krebs mit allem, was da so dazugehört, auch an komplementären Möglichkeiten. Dann Störfelder. Also nicht nur Zahn, sondern eben die Störfelder generell, wie man sie auch neutralisieren kann. Also es gibt geopathische Störfelder, Wasserarten richtig. Und. Wie gesagt, die Brustkrebspatientin, die hier im Buch ja auch erwähnt ist, die Marina Kramer, deren Geschichte ich ja begleite bis heute und die ja man eigentlich als quasi geheilt bezeichnen kann, die hat auch eben ihr Haus entstört von diesen Feldern. Ne? Und sie arbeitet auch mit Hochfrequenz. Also alles trifft sich immer wieder. Ja, es ist ganz witzig. Und da gibt es eine russische Methode, das möge man da bitte nachlesen. Die Russen sind ja sehr gut in der Forschung. Die haben ja auch die Tesla-Geschichte weitergeführt. Der Arthur Drenkel war ja auch in Russland, um sich da wieder schlau zu machen. Und sie haben eben entdeckt, es gibt links- und rechts drehende Torsionsfelder. Und wir brauchen die Rechtsdrehenden. Und die Linksdrehenden muss man neutralisieren. Man kann sie nicht entfernen, aber man kann sie neutralisieren. Und das ist eine Methode, die kann man zu Hause installieren. Es gibt ja zig Methoden, wie wir wissen. Ich hatte noch keine, kenne aber eine Heilpraktikerin, die wirklich auf Messen ganz viel durchprobiert hat und gesagt hat, eigentlich war nichts so der Durchbruch für mich jetzt persönlich, kann man ja so nur sagen. Und sie ist dann auf diese Methode gestoßen und schwört drauf. Sie hat gesagt, dadurch würden schon Ehen gerettet. Und da wurden auch in Russland Versuche gemacht, in ganzen Orten, ja, wo dann die Bewohner wirklich gesünder waren und besser drauf waren. Und das habe ich dann gesagt, das möchte ich wirklich ausprobieren. Und das installiert man, da kommt auch so ein gerade großer Menhir an einen bestimmten Ort, das muss man alles austesten, alle Laptops, also alle Geräte, die eben sowas aussenden, werden entstört. Und man muss im Keller die Wasser- und Stromversorgung entstören. Das ist ganz wichtig. Und ich merke den Effekt. 100%. Also das ist sehr spannend. Da gibt es Dinge, die man wirklich für sich tun kann. Und wie wir ja wissen, kann man sich dann da auch ja vor Erkrankungen schützen. Ich habe natürlich noch ganz viele andere spannende Sachen. Ich habe zum Beispiel einen Therapeuten, der arbeitet manuell, also physiotherapeutisch. Und jetzt würde man sagen, ja klar,
Es gibt Osteopathen, die sind ja auch alle sehr gut, aber er hat unglaubliche Erfolge bei Migräne. Und er sagt halt, er hat schon ganz viele Menschen von Migräne befreit. Und es geht wirklich darum, dass die vielen, vielen Wirbelchen, die ganz kleinen in unserem Körper, alle wirklich genau richtig sitzen müssen. Und das hat er irgendwie drauf. Ja, er schafft das halt und hat da also sehr große Heilerfolge. Und um da auch nochmal die Schattenseite zu zeigen, also eine Patientin, die kam von dem sogenannten Migränepapst. Das war ein Professor, der hat auch seine Patienten behandelt. Methode weiß ich jetzt nicht mal. Und denen ging es eigentlich nie wirklich gut. Aber hat gut Geld gekostet, man geht immer wieder hin. Es hat geholfen, aber nur so ein bisschen. Und er hat mir das halt erzählt, die Patientin war dann bei ihm und da war ganz schnell eine richtig durchgreifende Besserung. Und hat sie gesagt, na, dem Professor, dem habe ich jetzt aber mal einen bösen Brief geschrieben. Ja, also man muss, ne, das ist jetzt wieder quasi ein Schulmediziner. Man weiß nicht, man muss wirklich die Guten finden und vielleicht kann das Buch dabei helfen. Ja, also man muss wirklich wissen, wer kann etwas und wer nicht. Ne? Denkansätze vermitteln. Ne? Ja, genau. Ist die Impulse. Ursache, ja. Ganz neu jemand anders zu suchen. Also richtig. Bei Migräne habe ich jetzt sehr viel Erfolg gesehen im Bereich der Darmbehandlung natürlich und Ernährungsumstellung. Dass das man auch, auf Gluten genau. und so weiter allergisch reagiert oder mit Migräne ist heute eigentlich ziemlich krass bekannt. Das gehört auch damit rein. Ja. Oder noch so ein Beispiel, die Kupferspirale. Jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Aber eine Verhütungsmethode, wo man sagt, die ist schonend. Man provoziert damit, das habe ich übrigens von dem Co-Autoren vom Arthur Tränkle, dieser Schüssler-Therapeut, man provoziert damit eine Entzündung der Eierstöcke, eine chronische. Manche Frauen mögen das vertragen, aber ich sag mal etwas... Ich habe das nicht verstanden. Ich meine, wenn ich einen Kupfernagel in einen Baum schlage, fällt der Baum nach ein paar Jahren um. Eben. Wie kann man eine Kupferspirale machen? Also es gibt Goldspirale und die ist etwas ganz anderes. Aber Kupfer. Es gibt Berichte über Frauen mit Endometriose, also mit diesen ganzen Verschlingungen da und ich weiß nicht was alles. Und die haben Krämpfe. Es gibt den Bericht, habe ich gefunden, eines Partners. Also meine Frau hat zugenommen und also sie ist nicht mehr sie selbst. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Jetzt habe ich die Berichte der anderen Geschädigten gelesen, die eben durch die Kupferspirale das hatten. Weil als sie draußen war, war es eben alles dann irgendwann weg. Und er sagt, vielleicht ist das ja die Lösung. Ja, also es gibt da ganz verzweifelte Menschen, die aber nicht ahnen, dass es daran liegen könnte. Und dann sagt man, ja klar, Hormonpille ist auch nicht gerade die beste Lösung, ist ja verständlich. Aber man provoziert sich eine Dauerentzündung im Unterleib. Ja, es ist unfassbar. Das ist unfassbar, aber oder? Also genau solche Sachen zusammenzutragen und mal zu veröffentlichen, dass man hier vielleicht einfach eine weitere Indikation sieht, möglicherweise darauf zu achten, das ist so wertvoll. Und auch in diesem Buch super. Schade, sind das nicht Berichte, die man als Journalist einfach mal in die Zeitung bringen könnte und einfach in die Tagespresse. Man müsse mal darüber nachdenken, ob nicht mit Ausrufezeichen, sondern mit Fragezeichen, dann hätte man schon eben ein bisschen die Menschen erreicht, die es möglicherweise gleich betrifft. Und das stimmt, ja. Da könnte vielleicht einigen geholfen werden. Ja, die einfach sagen, oh, das bin ich vielleicht. Ne? Immerhin haben wir Bücher. Man muss es nur finden, dass man solche Zusammenhänge hat, dann in diesem Buch dann erkennt. Aber es gibt's und das gibt's immer wieder. Und leider Gottes, jetzt sogar mit der Kupferspirale, hatte ich jetzt heute das erste Mal gehört. Aber es ist unfassbar, völlig logisch. Wirklich. Ja. Also eigentlich aber logisch, ne? Und die Pille hast du auch gebraucht. Meine, was die alles bringt, an Nebenwirkungen. Also, oh. Eine jahrelange Scheinschwangerschaft. Ich meine, das muss man ja nicht weiter kommentieren, oder? Das ist Thromboserisiko etc. pp. Klar. Also es gibt vieles auf dem Markt, auch diese Sachen, die dann den Übergang in die Wechseljahre erleichtern, die ja auch dann wiederum diese Nebenwirkungen haben. Und ich glaube, man muss sehr behutsam mit all diesen Dingen umgehen und eben da auch versuchen, Ärzte zu finden, die auch behutsam sind und die, das möchte ich doch nochmal sagen, die das Wohl des Patienten im Blick haben und nicht nur immer den Kontostand. Klar, ne? Also die gibt es ja, es gibt sie. Es gibt auch Beipackzettel mit Nebenwirkungsbeschreibungen, auch die sollte man mal lesen. Da steht nämlich sehr viel Wahrheit drin. Ja. Oder letztendlich auch Reaktionsmuster, die, wenn man sie hat, gespiegelt sieht, auch entsprechend in Verbindung bringen kann und dann mit dem Arzt reden kann, denn es gibt vielleicht auch ein anderes Medikament, das diese Nebenwirkung dann nicht hat. Oder aber da muss man reden mit dem Arzt. Oder? Es gibt bioidentische Hormone zum Beispiel, diese Cremes. Jetzt für dieses Thema der Wechseljahre betrifft ja nun auch mal jede Menge Frauen. Dann ist es alles viel sanfter. Ja? Und haut nicht so in das System rein. Also ich denke, das sind alles Dinge, da ist es schon gut, wenn man da das Wissen hat und wenn man weiß, wo man gucken kann. Ja.
Das stimmt. Herzlichen Dank, liebe Vera Wagner. Danke auch für das Buch und dass wir darüber reden durften. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang reden, ja, weil es einfach unfassbar vieles gibt auf dieser Welt. Und ich möchte auch dir ganz herzlich danken, dass du noch deinen Input gegeben hast, dass du auch schon mit Hochfrequenz gearbeitet hast, erfolgreich. Und ich glaube, das ist die Botschaft gewesen heute an die Zuschauerinnen und Zuschauer, ihnen zu vermitteln, dass es eben auch mit Hochfrequenztechnologien Möglichkeiten gibt, hier Heilungsansätze zu beschleunigen, zu ergänzen, zu optimieren, Regenerationsbeschleunigungen zu machen und. Und da kann ich nur appellieren, fragen Sie einen Experten, den Sie dann auch finden mögen, irgendwo im Netz drin, der Sie da vielleicht auf diesem Weg ein bisschen begleiten möge. In diesem Sinne, alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.